Hallo meine Lieben, auch im Urlaub, wenn ich hier an so einem traumhaften Ort bin, mache ich mir natürlich Gedanken immer wieder ums gleiche Thema. Und zwar geht es um Abnehmen. Und natürlich gibt es immer ganz, ganz viele Experten, es gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen. Und nach meiner Erfahrung ist so, dass ganz viele von euch verunsichert sind, weil sie ganz viele Sachen hören und immer wieder mit anderen Aussagen. Heute mein Thema ist einmal Fettverbrennung und Fettabbau. Viele glauben von euch, dass es das Gleiche ist, aber leider ist es ganz, ganz anders, weil das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Der Fettabbau, den erkläre ich euch mal. Das erste ist der Begriff Abbau von Fettgewebe. Da geht es wirklich darum, wenn wir abnehmen wollen, wollen wir natürlich, dass unser Fettgewebe weniger wird. Und das passiert nur, wenn auf Dauer unsere Energiebilanz negativ ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 2000 Kalorien am Tag verbrauche, das braucht mein Körper, dann kann ich natürlich jeden Tag auch 2000 Kalorien zu mir nehmen, dann halte ich mein Gewicht. So, will ich aber jetzt Fettgewebe abbauen, das heißt abnehmen, muss ich darauf schauen, dass ich in einer Negativbilanz bin. Das heißt, wenn ich 2000 Kilokalorien brauche, jeden Tag aber nur 1500 zu mir nehme, dann habe ich ein Minus von 500 Kilokalorien täglich. Und auf Dauer baue ich dann Fettgewebe ab. Das ist der erste Begriff. Zweitens ist der Begriff Fettverbrennung. Das ist eine Trainingsmethode, in der die Muskulatur ihre Energie aus Verbrennung von Fettsäuren heranzieht. Und diese Fettverbrennung hat mit einer Abnahme von Fettgewebe gar nichts zu tun. Das heißt eigentlich als Fazit, wenn ich abnehmen möchte, bleibt mir nur übrig, darauf zu achten, dass ich eine negative Energiebilanz habe. Das heißt nochmal zur Erklärung, wenn ich täglich 2000 Kalorien brauche und möchte abnehmen, also Fettgewebe verlieren, muss ich schauen, dass ich weniger zu mir nehme. Und auf Dauer nehme ich somit auch ab. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, für wen ist denn überhaupt diese Trainingsmethode, wo hauptsächlich in der Fettverbrennung trainiert wird, gut? So, die Antwort ist, das sind Sportarten, wo man lange Zeit eine Belastung aushalten muss, wie zum Beispiel Marathonläufer, wie zum Beispiel Radfahrer, die eine ganz, ganz lange Zeit fahren müssen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt auch, warum gerade ein Marathonläufer in dieser Trainingsform trainiert. Die Antwort ist da. Man braucht natürlich ganz, ganz lange, muss ein Marathonläufer Kraft irgendwo herbekommen, also Energie. Und die Energie ist einfach längerfristig vorhanden, wenn die Energie aus Fetten genommen wird. Wenn ich so, dass der Körper seine Kraft aus Kohlenhydraten holt, was ja auch geht, ist es aber so, dass ich nicht lange eine Belastung aushalten kann. Das heißt, wenn ich lange laufe, ein Marathon, 40 Kilometer, muss mein Körper an meine Fettreserven gehen. Ansonsten würde ich nie diese ganze Strecke schaffen, weil ich die Kraft für so eine lange Zeit nicht aus den Kohlenhydratspeichern holen kann. So, warum ich jetzt gerade diese zwei Begriffe auffange, ist, es kommen immer wieder Begriffe wie, du möchtest abnehmen, also musst du im Fettverbrennungsbereich trainieren. So, jetzt habe ich aber erklärt, dass es zwei unterschiedliche Sachen sind. Wenn ich abnehmen möchte, ist es einfach wichtig, dass ich auf meine Energiebilanz achte. Und trainieren sollte ich nicht im Fettverbrennungsbereich, sondern ich sollte in dem Bereich trainieren, wo mein Körper ganz schnell an die Kohlenhydratspeicher muss. Denn wenn die Kohlenhydratspeicher leer sind, kommt hinterher der Nachbrenneffekt. Das heißt, wenn ich abends dann nach dem Training keine Kohlenhydrate esse, ist der Körper gezwungen, aus Fetten den Kohlenhydratspeicher wieder voll zu machen. Und in dem Moment verbrenne ich Fett. Und dann nehme ich auch ab. Nur damit ihr euch das nochmal bildlich vorstellen könnt. Wenn ihr abnehmen wollt, zum Beispiel 1 Kilo, stellt euch vor, 1 Kilo Fett hat 8 bis 9.000 Kilokalorien. So, und wenn ihr die einspart, dann habt ihr das abgenommen. Ganz einfache Rechnung, 2000 Kalorien ungefähr braucht ihr am Tag. Ihr esst aber nur oder nehmt nur 1500 zu euch. Dann habt ihr jeden Tag 500 Kalorien, die ihr gespart habt. Und dann könnt ihr ja ausrechnen, wie lange es dauert, bis ihr 1 Kilo abgenommen habt. Noch besser ist es natürlich, wenn ihr ungefähr 500 Kalorien durch Ernährung einspart und dann noch 500 Kalorien plus habt, weil ihr euch bewegt. Dann habt ihr am Tag 1000 Kalorien eingespart und dann könnt ihr euch ausrechnen, wann ihr 1 Kilo abgenommen habt. In diesem Sinne, keine Diät, es ist eigentlich ganz, ganz einfach und macht euch nicht so viel Stress. Ihr seht, das Wetter ist schön.